Na gut, pflanzen wir was Neues. Ja, das ärgert mich meistens. Das ärgert mich. Ich meine, da habe ich mir wirklich Mühe gegeben mit allen den ganzen Sachen. Und was ist nun das? Und du wirfst mal wieder die ganze Rechnung irgendwo hin. Ja, verpiss dich. Hau bloß ab, du blöde Kuh. Fall müssen wir noch eine Sache machen, ein Bad nehmen. Und wir haben ein bisschen mehr Erfahrung, was das angeht. Wir können jetzt was Neues pflanzen. Supi. So, erstmal frühstücken, Waffeln. Auf gar keinen Fall machst du jetzt Waffeln. Wir trinken Saft. Ah, wir haben hier noch ein paar Punkte bekommen. Mal gucken, was wir da kriegen. Kostenlose Unterhaltung, Putzdrache. Ja, wir können entfernen doppelt so schnell Schmutz und Seifenreste. Augenweide, Stammgast. Jetsetter, Festivalbesucher. Festivalbesucher verstehen es, das Beste aus dem im Festival zu machen. Die Sims kann mehr Lose. Ja, machen wir das mal. Wir kriegen sowieso bald etwas mehr. Dann mal los. Jetzt die Rechnung noch bezahlen, weil diese blöde Trine mal wieder den Postkasten nicht gefunden hat. Nee, steht ja nicht mal so weit weg. Nee, erkennt es ja nicht mal. Nee, warum auch? Ist ja nicht so wichtig. Ich meine, es ist ja nur ein Briefkasten. Boah. Alter, die Alte regt mich auf. Die Alte regt mich sowas von auf. So, und dann erstmal ein Bad nehmen. Dann auch noch, Moment. Hier aufräumen. Und natürlich Snack essen. Hier ein Müsli. Nicht zu vergessen, wir rufen heute mal wieder den guten Tatsu an und erzählen ihn einfach unser ganzen Ärger und was weiß ich denn. Mache ich das eben? Ne, Tatsu? Ja, schön, ne? Dann kannst du mal sehen, was man da machen kann wegen Liebesbriefe. Und es gewittert immer noch. Mal sehen, wie viele Tage noch? 7 Tage bis Winter. Outdoor-Kleidung haben wir ja und natürlich. Oh, was denn jetzt schon wieder? Nein! Nein! Nein, das Leben kann echt beschissen sein. Nein! Nein! Nein, das will ich nicht wahrhaben. Nein, das will ich echt nicht wahrhaben. Boah, Frau! Was? Was zur Hölle? Was zur Hölle war das? Alter, was war das? Was ist der eben geplatzt? Was war das? Alter Scheiße. Ist da voll ein Blitz reingefahren. Na, geiles Ding. Geiles Ding, echt. Voll geil. So, erstmal Sims anrufen. Nein. Ja, hier Dienste anrufen. So, dann brauchen wir ein Handwerk, aber echt. Danke für den Anruf. Ja, es kommt so schnell wie möglich jemand. Na, Dankeschön.
Gut, dann rufen wir mal den lieben Tatsu auch an. Einer unserer besten Freunde. Sims anrufen? Nein, so war das nicht geplant. Und zwar hier plaudern. Plaudern wir mal, was das Zeug hält. Und hoffen wir mal, dass dieser vermaledeite Handwerker kommt und den ganzen Rotz hier endlich mal fertig kriegt. Ja, dazu, das ist schon klar. So. Wann kommt der blöde Handwerker? Ehrlich mal, wann kommt der? Ich meine, es ist wichtig. Ich habe den jetzt schon gefressen. Ja, wisst ihr was? Ich gehe jetzt auch gleich schlafen. So, ich gehe schlafen. Hier reicht's. Ich habe genug für heute. Der ganze Tag ist für mich gelaufen. Alles ist wie Katz. Alles ist doof. Ich hasse es. Ich hasse es. Die Badewanne geht kaputt. Ein paar Zombies haben meinen Garten geplündert. Und natürlich haben wir jetzt eine blöde Hexe da. Die aus irgendeinem gewissen Grund alles repariert hat. Ja, komm rein, Alter. Mach da fertig. Mach es fertig. Wohin gehst du schon wieder? Komm rein und mach es fertig. Steh da nicht doof herum. Nee, ich gehe jetzt nicht ran. Ich gehe jetzt nicht ran. Ich will schlafen. Alles erledigt. Das macht 50 Simoleon. Dankeschön. Machen wir erstmal hier Pfütze aufwischen. Garten wurde geplündert. Von verdammten Zombies. Ach, das ist immer der ganze Nachteil daran. Mit den ganzen Erweiterungen kommen immer irgendwelche weiteren Probleme. Aber wisst ihr, was noch kommt? Aliens. Ja, Aliens. Aliens sind da auch bei. Ja, Aliens. Ich habe sogar ein Alien da geheiratet. Nein, nein, ich nicht persönlich. Aber einer meiner Charakter hat da einfach ein Alien geehrlicht. Ich meine, geheiratet. Oh, geehrlicht, so heißt es. Oh Mann. Das schmeckt mir auch schon seit einiger Zeit nicht mehr. So. Und? Wie weit? Ja, gut machst du das. Meine Güte, du bist doch so irgendetwas gut. Ja. Dolles Ding, echt. Dolles Ding. Das muss man dir lassen. Ja, servieren wir mal ein Abendessen. Klebrige Carbonara. Nein, du machst gefälligst einen Herbstsalat. Ich habe keinen Bock auf eine verkokelte Küche hier. Mach einen Herbstsalat. Ach nee, warte. Wir sind vollgefressen. Wir sollten nicht zu viel essen. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. So. Abendessen sowie einen Herbstsalat. Nein, wir machen uns einen Herbstsalat, weil das ist die einfachste Art und natürlich geht das auch ganz gut. Und da hopst ein Reh. Oh, wie war das noch? Launeanzeige, sehr gut. Wie war das nochmal? Ich will auch einen Reh-Ragout machen. Mann, ich könnte kotzen. Ich könnte echt ausrasten. Ich könnte schreien. Schreien! Sowas von schreien, aber echt. Mein schöner Garten. Ja, ich traue meinen Garten immer noch hinterher. Das war ein schöner Garten. Das war ein toller Garten. Ich habe so viel Zeit damit verbracht. Und was kommt? So ein vermaledeiter Zombiehaufen hat meinen Garten gefressen. Naja, eigentlich war es nur einer. So, Mädel, reicht. Aufstehen und fressen. Fällt mir ein. Du bekommst ja bald wieder ein paar Punkte. Was bitteschön war das denn wieder? War das in...
Ah, wieder dieser kleine Kläffer. Oh, Streunerhund. Ja, du hast Spaß dabei, mit Wasser zu spielen. Ist der süß. Und wo ist meine Hexe, Dumdido? Benennen wir sie mal. Gilbert. Naja, auch netter Name. Gilbert. Gut, Dekoration. Wir haben was? Dekoration. Sims mögen hübsche eingerichtete Häuser. Ja, toll. So, einmal was zu essen. Ja, toll, hast einen Salat gemacht. Hätte ich einen Hundekuchen, würde ich es dir geben. Die Abzockere Star des Büros. Geschmacksänderung. Nein, das wollen wir nicht machen. Putzdrache, Jetsetter. Ja, wir können auch ein bisschen sparen. Mal gucken, was wir noch kriegen. Multitalent. Dann gibt es noch Lebenswunschänderer. Allwettermeister. Was ist das? Ja, da brauchen wir noch 5.000. Immunität gegen Kälte. Ich mag zwar die Kälte, aber okay. Stehblase. Wenn wir Stehblase hätten, das wäre auch ganz gut. Aber es gibt eine Sache, wo wir keine Rechnungen mehr bezahlen müssen. Meisterin der Verführerin. Meisterin der Verführerin bekommt niemals den Schmerz, der eine Abweisung zu spüren. Ihre romantische Annäherung sind immer von Erfolg gekrönt. Weiße Weste. Du kannst in Sache Liebe noch einmal von vorne anfangen. Kein schlechter Ruf und keine verletzten Gefühle mehr. Was ist das? Vulkinator 9000. Du kannst mit den Wolkenstrahlen nichts. Okay. Was ist das? Tranceartiger Schlaf. Man bekommt viel mehr getan, wenn man nachts nicht so lange zu schlafen braucht. Ohne Tadel. Naja. Naja. Laune-Manager, okay. Komm, lassen wir es mal gut sein und dinieren. Komm. Erbsalat fressen. Friss es auf. Hast ja Hunger, ich weiß es. Und gleich beenden wir auch mal hier die Aufnahme. Und ja, ich mache dann halt demnächst nochmal weiter, weil ich habe noch so viel zu tun. Räumen wir auch gleich mal hier auf. Und natürlich auch noch gleich hier benutzen. So, und natürlich beenden wir jetzt mal hier die Aufnahme. Mal kurz Pause und so, ich sag dann mal hier auch jetzt, bis zum nächsten Mal. Wir spielen Sims 3 und ja, natürlich macht es Spaß und ich werde nochmal dieses andere Stadtaccessoires werde ich nochmal installieren. So hieß es. So, dann sage ich mal, bis dann.